Eieiei. Und damit auch herzlich willkommen, Nikos Kicks Uncut-Zuschauer. Die Leute im Chat haben sich gewünscht, dass wir uns die Vlogs vom Gym, von der Gym angucken, also von der deutschen Jugend-Isan-Pferde-Meisterschaft. Boah. Und ich würde sagen, da 2019 mit Abstand die beste Gym war bisher und mir am meisten Spaß gemacht hat und diesen wirklich geilen Vibe hatte, von dem ich gerade gesprochen hatte, schauen wir uns einfach die 2019er Folgen an. Ach, das habe ich bei Nikos Keks reingepackt. Genau. Mama. Ah, Marc, genau, man muss Nikos Keks nicht ansehen, wenn man dabei war. Oder wenn man sogar der Kameramann war oder selbst vor der Kamera stand, ne, Marc? Zum Beispiel in der Eishalle. In der Eishalle, wenn ihr euch Nikos Keks, ich glaube 15 war es, Moment. Wenn ihr euch Nikos Keks 15 ansieht, der andere Mensch, der nicht ich bin, das ist Marc, das ist Elder Safe, der hier im Chat ist. Wenn ihr mal zu ein Gesicht haben wollt. Ich weiß gerade nicht, wie häufig er das macht, aber ich weiß, dass er auch zwischendurch streamt übrigens. Also Elder Safe ist, also Mark ist DJ und macht da auch so ein paar Streams. Und das ist auch sehr cool. So. Du hattest die Score 5 so cool aufgestellt. Das war aber nicht meine Idee, muss ich zugeben. Die Idee war von Kelvin. Aber die war auch ziemlich gut. Das möchte ich ja mal Die zugeben. anzukleben. Wir haben echt Nein, nein, viel nein. aufgepasst. Ja, aber irgendwann ist einfach Sense. Warum läuft Du das kannst ja weiter, wenn ich nicht die auf Pause drücke? 400 Leute aufpassen. Kannst nicht. Könnte ja schon wieder wild werden hier. Nein, nein, nein. Sag mal, was ist denn? YouTube ist verbuggt, meine Nee, Freunde. ne? Ja. YouTube ist. Was ist denn? Hä? Stehe nicht. Muss ich auch nicht verstehen. Ist ja auch egal. So. Ah. Ja, Ah, das gucken wir sieht doch geil mal, aus. oder? Hab ich doch gesagt. Ist doch super, ne? Nico wird langsam anstrengend und ich bin am Überlegen, ob ich diesen Kollegen einsetze. Hat er wirklich überlegt, der Junge. Übrigens mal ohne Scheiß, ich wollte schon längst eigentlich zu Artlist wechseln, die auch, da kannst du auch praktisch monatlich bezahlen und kannst diese Musik verwenden für deine Videos, also ziemlich coole Musik und dadurch wird dein Video natürlich trotzdem Werbung freigeschaltet und halt nicht geclaimed. Das hat dieses typische Abo-System, dass du halt irgendwo auf einer Seite Geld bezahlst, dann gibst du deine URL da ein von YouTube und dann kannst du halt die Musik verwenden, ohne dass die gesperrt wird. Ich benutze halt seit Ewigkeiten, danke fürs Follow, Epidemic Sound. Und die haben auch wirklich verdammt geile Mucke. Aber man kann es halt nur für YouTube verwenden. Und Artlist ist halt so geil, dass du es für alles verwenden kannst. Aber ich habe immer noch nicht gewechselt, weil die Mucke einfach von Epidemic Sound so geil ist, dieses Lied, was ich gerade verwendet in diesem Video. Ich liebe es. Ich gönne mir das auch mit Stimme. Jetzt ist es ja gerade ohne Stimme in Benutzung in diesem Video. Es ist einfach nur cool. Ich habe es mir auch ehrlich gesagt geklaut von Julian Bam, aber andere Story. Gym 2019 übrigens. Krass, ey, auch schon 2 Jahre her, man. Da war die HDSP ja noch neu. 2017 kamen die zu mir. Hast du mit Stefan Rast gequatscht? Mich würde die Tenax-Lautsprecher mal interessieren, wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich kannte Tenax schon, bevor ihr das alle kanntet. Ich wusste ja, was da kommt. Das ist sehr, sehr cooles Zeug. Aber haben wir gestern drüber gesprochen. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, sind die Kabelwand und die Gitterboxen. Das alte Lager. Das muss ich sagen, vermisse ich wirklich an Berlin. Das alte Lager war wirklich cooler, weil viel höhere Decke, viel mehr Platz. Das einzig Blöde war, die hatten so weiße Wände. Das war so ganz komische Wandfarbe, keine Ahnung. Du bist da rangekommen und warst voller weißem Pulver. Hatte ich auch überall auf meinen Boxenhosen drauf, auf den Cases drauf. Das war richtig schlimm. Aber im Prinzip, aber an sich war das Lager schon cooler, auf jeden Fall. Komplett leer. Also, da hängt vielleicht noch so Aber ein, die zwei Kibos habe ich immer Stromkabel dran, noch. die ich Erik da gelassen habe, weil er noch so einen Minijob hat, weil ich habe mir eine riesen Kiste von Lord of Event gemietet mit ganz viel Schoko drin. Deswegen
Genau, Tenax-Preise sind mittlerweile da. Einfach anfragen bei den Jungs, man kommt ja auf eine Liste zugeschickt. Hab ich jetzt von mir nur so als Spare mitgenommen, eigentlich nur so für einen Wohnwagen, sag ich mal. CE-Kabel ist komplett gepackt, NF-Kabel ist gepackt, Speaker ist gepackt. Ich habe mir auch mal ganz viel on top zugemietet. Das wird wirklich eine Riesennummer. Hier unten steht ganz viel alles voller offenen Cases. Ist irgendwie komisch, aufs eigene Video zu reagieren. Aber ihr habt es ja gewünscht. Wollte ich jetzt nicht zeigen, sieht ein bisschen chaotisch aus. Aber ich würde sagen, wir sehen uns einfach auf dem Job direkt. Spät. Ich wollte ja, sagen, da habe ich mich versprochen, das ist komisch. Oh, den Song, den ihr jetzt im Hintergrund hört, habe ich auch so oft verwendet. Hört sich heute noch. Friday Night heißt der Titel bei Epidemic Sound. Ich war zwischendurch noch zu Hause, habe gegessen und es ist alles fertig gepackt, bis auf das Zeug, was ich halt noch zugemietet habe. Es wird morgen alles abgeholt. Ich muss morgen an 4 verschiedenen Stellen lang fahren, um Zeug noch einzusammeln. Und zwar eine große Schuhkiste, noch einen Haufen Kabelbrücken. Da sieht man wirklich, wie groß das war. Ne? Wir hatten, also diese Holzleiter hat übrigens extrem Charakter. Wir dachten immer, die kracht gleich ein, aber wir haben sie trotzdem jedes Mal benutzt. Und das Regal, das habe ich jetzt, oh, das tat mir richtig in der Seele weh, dieses Regal abzugeben und da zu lassen. Wirklich. Ah, naja, jetzt habe ich ein cooles Holzregal, ist auch ganz schick, aber trotzdem war das schon sehr, sehr cool. Und einfach halt wirklich viel größer, aber na gut, was soll man machen? Kann man nicht ändern, dafür ist das Lager mittlerweile in meinem Haus und dementsprechend passt das ja auch wieder. Und ich bereue es auf jeden Fall nicht weggezogen zu sein, weil einfach die Lebensqualität, finde ich, hier auf dem Land deutlich schöner ist. Was? Nico müsste dazu ein Video haben? Wozu? Ja, kann sein. Ja, genau. Doch, habe ich. Stimmt. Hast du recht. Marc weiß mehr über meine Videos als ich. Lol. Brücken, Funksysteme und all möglichen Quatsch, den ihr auch noch sehen werdet. Und am Dienstag fahren wir dann zu Volksakustik. Mir fällt gerade eine richtig dumme Kacke ein. Verdammte Axt. Ach, das da war die Lavalier-Funke, die hat noch Amann. Scheiße. Weiß ich ganz genau. Und zwar kennt ihr vielleicht noch den YouTuber Amann, Ausrufezeichen. Hat seinen Kanal, glaube ich, schon wieder umbenannt. Weiß ich auch nicht. Für den habe ich damals auch so ein bisschen Kamera gemacht. Halt, ich war ja... wen habe ich denn zuerst kennengelernt? Ich habe erst Gen Aria kennengelernt und dann war ich bei Amann eine ganze Weile in der Crew drin. Habe da gefilmt. Und er hatte sich dann irgendwann mal meine Lavalier-Strecke ausgeliehen, die ihr in meinen Videos immer hört, mein Ansteckmikrofon. Und die hat er ewig gehabt. Und ich wollte zur Gym fahren, dachte mir so, ja, mal schön Nikos Gigs aufnehmen mit Funkmikrofon. Ja, Pustekuchen, die hat er noch gehabt. Deswegen musste ich mir die vor der Gym noch abholen und bin dafür quer durch ganz Berlin gefahren, um sie am Ende nicht gebraucht zu haben. Da muss ich mal fragen, ob ich die morgen holen kann. Natürlich. Ich bin am Packen, was passiert ist, reden. Ach so, und da hatten wir übrigens ein richtig furchtbares Auto angemietet. Und das war auch so auf dem letzten Drücker. Also ich hatte das schon reserviert und das, ich kannte jemanden, der bei Sixt gearbeitet hat. Er sagte, ja, kein Problem, mit dem Auto können wir machen, ist auch günstig, kein Ding. Aber ich durfte irgendwie kein Firmenkonto erstellen aus irgendwelchen Gründen, also musste ich den privat mieten. So, dann musste ich aber noch Kaution hinterlegen. Unfassbar viel Kohle hatte die gar nicht. Dann musste ich meine Mama irgendwie fragen, hey, kannst du mir mal schnell ein bisschen Kohle überweisen? In Echtzeit zum Glück, ich muss mal Kaution bezahlen. Ja, okay, kein Problem, schicke ich dir rüber. Bums, ich die Kaution auf den Tisch gelegt und bin wirklich kurz vor knapp mit diesem Auto losgefahren, da schnell vollgehauen und bin dann zum Event gefahren. Weil ich dachte, ja, wie es am Telefon gesagt wurde, das Auto steht bereit, kannst du dir abholen und machen wir alles auf Rechnung. Ja, Pustekuchen, alles vor Kasse und noch Fettkaution, das war richtig kacke. Und dann habe ich keinen Sprinter bekommen, wie ich bestellt habe oder einen Crafter oder was auch immer. Nein, so ein Citroën Jumper oder was, Citroën? Ja, Citroën Jumper. Also wirklich, das ist die größte Rotzmöhre der Erde. Ich hätte mich so darüber aufregen können, weil ein Citroën Jumper, müsst ihr wissen, ist einfach... Der ist einfach nicht geil gebaut. Das ist auch gar nicht böse, aber dieses Auto piept an allen Ecken. Du machst irgendeinen Fehler und das Ding piept dich voll auf der Autobahn. Ding, 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 ding. Du denkst dir so, oh, halt doch mal deinen Mund. Dann ist es einfach das Problem, dass der abgeriegelt ist und ab 110 ging gar nichts mehr. Also du hast das Ding durchgetreten und du warst so, wie ist das schon alles? Und bei meinem Sprinter, wenn das Ding voll ist und ich latsch rauf, passiert da immer noch was. Und bei dem einfach gar nichts. Ach, das war einfach nur Kacke. Und dann war das war das Geilste. Das haben wir auch in irgendeinem Vlog davon irgendwann mal gesagt. Wir haben ja auch das Auto auf der Gym benutzt, um Zeug von A nach B zu fahren, weil das Gelände einfach riesengroß war und die Passbahn von der Ovalbahn auch ein paar hundert Meter entfernt war. Kevin und ich packen die Anlage rein. Danke fürs Follow-LED-Booster. Wir packen die Anlage hinten rein, machen den Motor aus, bauen so auf und random geht das Auto einfach an.
Wir stehen da und das Auto startet sich selbst und geht einfach an. Und ich war so, alles klar. Also kein Witz. Und da habe ich mir auch so gedacht. Das war echt ein komisches Auto. Ein ganz komisches Regnet. Auto. Warum? Ich muss sagen, es ist so ein schönes Gefühl, mal auch irgendwo zu arbeiten, was nicht Berlin ist. Ich meine, guck mal, was hier einfach neben der Straße ist. Da hatte ich noch meinen komischen Kinnbart, dieses hässliche Scheißding. Oh Mann. Ja, Mann. Ja, Marc. Danach das Video zur Eisdisco? Ja, machen wir. Ist in Ordnung. Pferde! Für meine Zuschauer vom Dorf mag das normal sein. Für mich ist das gerade Erholung. Für mich ist es mittlerweile auch normal, denn die meisten wissen es gar nicht. Wir haben ja 8 Pferde vor meiner Haustür. Also auf unserem eigenen Grundstück. Hier ist halt einfach nix. Das ist voll geil. Ist auch geil. Ja, auch von der Straße, die ich gerade lang fahre, ist einfach einspurig. Das Stadtkind ist fasziniert vom Land. Ja. Als arbeiten. Warte. Heureka! Hey, komm, das war gut. So, gerade eben mal nach Stefan Raster hat uns persönlich noch ein bisschen was vorbeigebracht, was wir hier brauchen. Ich glaube, es ist ganz geil, ne? Also ich glaube, das ist wirklich cool, was da... Hier mit dieser Pause? Kevin hat sich auch ein bisschen verändert, finde ich, über die kurze Zeit. Was ich aber bei Kevin übrigens sehr, sehr cool fand, oder cool finde, und das haben einige mal irgendwie bemängelt oder so, wo ich denke so, hä, habt ihr einen Dachschaden oder was? Ich finde das total geil, dass Kevin im Sommer mit bunten Hemden, bunten Hosen und bunten Käppi rumrennt. Weil alle immer schwarz, grau, ich nehme mich da ja nicht aus. Und Kevin denkt sich so, nö, ich will das so, das sieht auch total fröhlich aus immer und das feiere ich an ihm total. Also, dass Kelvin immer bunte Sachen anzieht, finde ich mega cool irgendwie. Idee hatte mit den Traversen. Optik kann ich. Jetzt ja, kann man ran, nur das Cappy, aber trotzdem. Ich mache einen Soundcheck. Ja. Und er raucht nicht mehr. Props dafür übrigens. Du alter Spanner. Nico und ich verkabeln gerade noch hier den letzten Rest auf der Ovalbahn. Hier die Funke auch, ne? Die Funke geht auch. Gott, die Kameraqualität, ne? Das ist meine Vlog-Cam. Das war ein dummer Moment, ich gebe es dazu. Vor allem im Video wurde gar nicht klar, wie lange ich dafür gebraucht habe, um zu checken, warum auf dem Empfänger nichts kommt. Also Signal war voll Ausschlag da, aber kein Ton. Ich so, was ist denn hier los? Warum kommt denn nichts raus? Bis ich auf die Idee kam, diesen blöden Pilotton auszumachen, dann hat echt gedauert, meine Freunde. Und dann muss man auch noch Strom in so eine Endstufe geben, haben wir gelernt. Ansonsten geht das auch nicht. Nee. Und einen Bass runterschmeißen. Und man muss auf jeden Fall einen Bass runterschmeißen. Ja, auch eine kurze Nebengeschichte. Und zwar war es so, Thomas Richter ist ja Konstrukteur bei Voice Acoustic und der hat mir ja auch, wie ihr vielleicht in der Heimkino-Folge gesehen habt, mein Heimkino-Sitzfuß zurechtgeschweißt. Und der hat ebenfalls natürlich Voice Acoustic im Bestand und bei ihm habe ich mir auch Bässe und eine Endstufe gemietet. Und natürlich, lange nicht gesehen, das erste Mal bei ihm Zeug gemietet. Man möchte ja immer sehr vorsichtig sein und immer sehr zuvorkommend wirken. Was passiert mir? Ich fahre auf sein Grundstück rauf, pack die Endstufe auch noch schön auf den Bass umrauf und rolle den Bass an das Auto hinten ran, um das abzuholen. War noch nicht mein Sprinter, war dieser Jumper da. Pack die Rampe in Ruhe aus und merke nicht, dass ich auf einem Boden stehe, der ein leichtes Gefälle hat und der Bass rollt weg und ich merke es nicht, ich höre es auch nicht. Und ich gucke nur noch nach rechts und sehe nur die Endstufe im hohen Bogen runterfliegen, weil der ganze Bass rollt so, bumm, und dann so und die Endstufe flog richtig. Zum Glück war alles vor der Rindenmulch, deswegen ist nicht viel passiert, aber es war natürlich so peinlich, weil einfach Thomas Richter neben mir stand und das Ganze beobachtet hat und ich sein ganzes neues Equipment, teures Equipment zum ersten Mal miete und einfach direkt in seinem Grundstück im Rindenmulch versenke. Also das war auch wirklich maximal peinlich. Aber nur die von Voice Acoustic bitte. Und mit der darauf liegenden HSD P6. HDSP. Deswegen. HDSP nur? Das ja. Da. Okay, HDSP. So, und jetzt macht er hier Ton gleich. Nämlich schon wie klängern hier mit dem Stift. So weit. Ja. Ja, vielleicht. Ich muss nur ein bisschen basteln, weil auf der Endstufe von Tommy, da wäre es nicht ganz up to date. Und den muss ich ein bisschen boxen. Da ist das Score 5 Preset nicht drauf. Was aber nicht schlimm ist, weil ich Score 5 nämlich gar kein Preset brauche an sich. Das heißt, ich muss jetzt ein Preset wählen und dann einfach alle EQs ausmachen. Ansonsten, wie gesagt, hier 8 Score 5 verbaut. Schön so eine Lücke gelassen, wo die... Zeig doch mal, wie geil das aussieht. Geh mal hin, zeig doch mal, wie geil das aussieht. Hat der Kerl eine gute Idee gehabt. Es ist so ungewohnt, dass er diese Kippe im Mund hat, ne? Weil er raucht halt wirklich eine ganze Weile nicht mehr. Ist der Nico da unten, wie man sehen kann? Hi. Geil ist das wirklich auch. Ich kannte Kevin ja vorher gar nicht. Kevin war genauso ein Zuschauer von mir wie ihr auch, so ein bisschen.
und hat mich einfach angeschrieben auf meine Geschäftsmail und sagt, nee, bei Instagram, und hat gesagt, yo, ich habe hier so ein Event und könnte da einen fähigen Techniker gebrauchen, hast du da irgendwie Bock drauf? Ich so, ja, keine Ahnung, worum geht's denn? Wir telefoniert, beim ersten Telefonat war er mir unglaublich unsympathisch, ich war so, Alter, was ist denn das für ein Idiot? Und da habe ich wieder gemerkt, man sollte wirklich die Menschen nicht nach dem ersten Gespräch, nach dem ersten Ansehen irgendwie beurteilen, weil ich bin mit Calvin auch sehr, sehr gut befreundet. Wirklich, also wir sind sehr gute Freunde geworden. Ist ziemlich schnell auch, weil es super gut funktioniert hat. Aber so vor der Veranstaltung war ich so, Gott, nee, ich mach das nicht, ich habe darauf keinen Bock. Und zum Glück habe ich es gemacht, sonst wäre ich nicht so weit gekommen, sonst wäre ich nicht hierher gezogen. Alles wegen dieser Veranstaltung. Deswegen wohne ich hier, deswegen habe ich die Menschen hier kennengelernt, deswegen habe ich dieses Interesse an diese Pferde-Events mit Turniela und deswegen kenne ich Calvin. Also wäre er nicht gewesen eigentlich, wäre das alles nicht passiert und ja, irgendwie heftig. Ich zeige euch jetzt mal so eine Score 5. Und das sieht deswegen schon ist ziemlich... Deswegen ist Calvin auch noch nicht ganz so aufgegangen vor der Kamera beim ersten Vlog, weil wir uns halt gefühlt noch nicht so richtig kannten einfach. Porno. Wir haben den nämlich auf so einen 50er Cube gestellt. Und das macht das Ganze so ein bisschen so, dass wir das von unten beschallen können. Ja, wie gesagt, so sieht der Score 5 aus. Nico, ja, die Kabel sehr schön verlegt. Wieder mein Regieprofi hier. Sorry. Kabel. Da hätte Nico sich so mit Zelthaken einfach so eine, was gezeigt. Ist schon spät, wisst ihr? Ich habe den ganzen Tag gebuddelt. Mein Gehirn ist schon Rührei. Deswegen habe ich vergessen, das Bild umzuschalten. I'm sorry. Aber ihr habt nicht viel verpasst. Man hat gerade nur Rasen gesehen. So Zelthaken reingehauen, hatte Nico. Damit wir die Kabel sehr schön gerade. Es war gar nicht ich, es war mein Papa. Weil mein Papa war auch, der bringt mir mal den Wohnwagen dahin, weil ich danach keinen BE-Führerschein hatte. Immer und ich habe. Den würde ich jetzt mal irgendwie mal machen. Und er hatte das halt noch bei und meinte, das ist doch voll die coole Idee, haut das da rein. Aber Calvin dachte, ich wäre das, hat mich dafür schön gelobt, obwohl es mein Vater war. Aber ja, seitdem haben wir übrigens immer Zelthaken dabei und auch diese U-Stücke, was ihr in Nikos Gigs irgendwas gesehen habt, Gym 2020. Damit kann man auch super Kabel fixieren einfach. Legen können. Wie man sehen kann, gehen wir nur in einem Strang da so hin. Und jetzt gucken wir uns noch einen Beruf an. Na, ihr geilen Säue. Ja, ich würde sagen, High Pass machen wir auf 70. Machen wir auf 80 erst. Das können die schon ab, die kleinen Biester. Können die ab. Score hält unfassbar viel Leistung aus. Ne? Du kannst da theoretisch auch den 2,4 kW-Kanal der HDSP drauf braten. Also kaputt kriegst du damit nicht. Das ist echt unnormal. Tommy ist ein Stromsparer, haben wir gerade festgestellt. Der lässt einfach die Displays ausgehen von seinen Endstufen. Ja, das ist ein komischer Typ. Also. Kann man machen. Muss man aber nicht. Nee. Das uns immer. Ja. Ich muss noch mal die Limiter-Daten von der Score checken, aber an sich. Hinter uns sieht man übrigens die Tribüne. Und in die Tribüne kommen so, nachher noch. Deine Mucke läuft gerade. Kommen noch vier. Don't stop believing. Alter, dass sehr viel Mucke gespielt hat. Ich hätte da für den Kliman oder sowas angemacht, wobei das Calvin auch sehr gerne hört. Ey, und danach kam erstmal Cindy Lauper. Das hört ihr. Aleas rein. Und noch ein Sub unten runter. So, läuft. So, die Musik kommt gerade von meinem Mac aus dem Partyzelt. Was? Das ist da hinten. Da steht. Und Signal kommt über eine Funke. Naja, erstmal vom Bischpult über Cut in den Container und dann über eine Funke. Signal kommt über die Funke. Hier sind so zwei Schollen von Sennheiser. Dass der Schollen sagt, ne? Das hat mich so getriggert. Das sind Paddel. Paddelantennen oder, wenn man es halt geil sagen will, die Polantennen. Nein, das sind Schollen. Und das Signal kommt von diesem Container ganz oben. Da hat der Nico so eine schöne Richtfunke hingestellt. Zumindest ein cooler Tipp an euch. Das mache ich super gerne. Einfach eine Manfrotte nehmen, dann Speckgarter rein, diesen Doppelzapfen mit Gewinde und dann einfach nur einen Galgen eines Mikrofonstativs. Damit kann man so coolen Kram machen, ihr seht das ja. Damit kannst du gefühlt überall ran und irgendwie also so coole Dinge tun einfach. Und über diese Richtfunke empfangen wir das Ganze hier rüber, damit wir einfach ein stabiles Signal haben. So, wir zeigen euch jetzt mal, wie man mit einem Golfkart eine ganze Traverse transportieren kann. Es ist sowieso ein Highlight, dass wir auf dem Job einen Golfkart haben. Das habe ich mir schon immer gewünscht, das meine ich ernst. Das Beste war eigentlich tatsächlich, aber wie zeige ich das jetzt? Hat mir nicht genug Platz. Das Beste war eigentlich, wie wir den Bauzaun transportiert haben. Das weiß nämlich keiner, weil es nicht im Vlog auftaucht. Wir haben ja, hatten ja auch so einen Sky Rose, also so einen Sky Beamer, der in den Himmel strahlt und da so ein bisschen Firlefanz macht, natürlich mit Anmeldung.
Und das Geile war, das haben wir natürlich mit Bauzonen abgezäunt, damit da keine auf dumme Ideen kommen, vor allem, weil die Menschen ja bei der Party logischerweise unter Alkohol sind und natürlich man mit so einem Ding sehr schnell erblinden kann. Wurde es abgezäunt, natürlich hatten wir keinen Bock, die Zäune da hinzutragen, einmal so ein Golfkart. Also, wie machen wir das? Dann mit einem Golfkart. So. Kelvin vorne gefahren. Wie mache ich das am besten vor? So, ach, ich weiß nicht. Kelvin vorne gefahren, ne? Ganz normal, logisch. Und ich saß hinten auf dieser Bank, könnt ihr mal so Golfkart googeln, mit so einer hinteren Sitzbank. Das heißt, wenn du hinten sitzt, fährst du praktisch rückwärts. Und ich den Bauzaun so gehalten, an diesen Streben festgehalten, links, rechts irgendwie, und habe meine Füße ausgestreckt und der untere Rand vom Bauzaun war auf meinen Füßen drauf. Das heißt, meine Füße, ich habe meine Beine so hoch gemacht und da so, wenn es meine Füße sind, war der Bauzaun mit dem unteren Rand da oben so drauf. Und so habe ich es da festgehalten und dann bin ich da so hinten mitgefahren mit einem Bauzaun, wo wir hätten laufen können. So, danke fürs, was? Danke fürs Hosten, voll geil. Bin hinten so mitgefahren und alle haben es gesehen. Wir sind da vorbeigefahren und alle haben so gelacht, weil es so dumm aussah. Wir dachten so, nein, laufen ist nicht, das machen wir auf die coole Art und Weise. Ja. Okay, aber jetzt fahr nicht wie ein Saudi. Ich fahr nicht wie ein Saudi, ich fahr langsam. Ah, was ein Wortwitz. Kann losgehen? Oh, das geht. Danke das fürs weitere Hosten. Und gegen die Traverse catch mich runter. Sehr geil. Achso, da kommt ein Rollbein, da muss ich drum rumfahren. Okay, wenn du machst das falsch. Das Achso. Nee, Queen. Nee, ich muss ja lenken und fahren und Kamera halten. Ja, lenken wird überbewertet. Ich will auch so ein Auto haben. Ihr kauft dir doch eins. Ja, gleich. Das ist gut. eBay Kleinanzeigen. Also, wenn jemand ein Golfkart zu verkaufen hat. Allein dieses Riesenzelt, ne? Das war ein Pferdeboxenzelt. Was das allein schon an Miete kostet, ich will gar nicht wissen. Infos an den da. Nehme ich. Er kauft es auch für 7.500 Euro. Ja, hätte ich ja Bock drauf. So, wo wollen wir die Tickel hinstellen? Vorne an die Ecke, ne? Welche Ecke? Hier vorne. Vorne links. Irgendwo. Guck mal, wir werden verfolgt. Oh oh. Oh oh. Aber hier ist gut, glaube ich. Wir werden verfolgt. Oh, oh. Was soll das? Laura, das ist nicht okay. Das ist übrigens Laura. Au. Gleich kommt der Honk. Wer ist denn Finn 5? Voll die Insider-Szenen, Insider-Infos hier am Start. Ah, die da? Das ist Laura. Und das ist ein Honk. Laura lebt, wohnt bei mir hier mit im Haus. Die konnte mich anfangs überhaupt nicht leiden. Mittlerweile verstehen wir uns aber sehr, sehr gut. Das ist echt strange. Ist das ein Honk? Nur, dass ihr das wisst. Honk. Du bist ein Hilfskraft und ein Netzwerk der Kenntnisse. Nee, du bist ein Honk. Ganz teure Try-Hire-Firma. Du bist live. Da habe ich übrigens so viel rausgeschnitten, weil ich bei dem Dienstleister, wo ich das gemietet habe, wobei das war Kelvin, die waren so unnormal teuer. Das war das Gegenteil von Dumpen. Also es war wirklich unverschämt. Und deswegen habe ich mich da in dem Video so drüber aufgeregt. Und es waren bestimmt 3-4 Minuten, wo ich mich da aufgeregt habe. Ich musste alles rausschneiden. Deswegen kam jetzt nur der Satz, ganz teure Dry-Hire-Firma, weil ich auch 1000 Mal den Namen genannt habe. Oh. Kannst ja rausschneiden. Ah, du hast es auch gesehen. Das wär ja Rufmord, oder? Ganz oft gesehen, deswegen. Ja. Nico, erzähl doch mal, was du da tust. Also, wir müssen noch den ganz großen Platz hier beschallen. Das machen wir mit dem CXN16 von Voice Acoustic, weil der einfach sehr weittragend ist. Und verdammt laut. Ja, aber der war auch ein bisschen überdimensioniert. Ich habe ihn halt noch da gehabt. Der Score hat es auch getan. Jetzt brauche ich dafür gerade einen Ausleger, dass wir ihn auch mit der Easyfly-Mechanik später hier ranhängen können. Oh. Ich stehe mal auf dem Platz. Das Ding hat doch eine Bremse. Ja, ich vertraue dir nicht. Das ist eigentlich voll kacke, sowas zu gucken, weil das macht irgendwie gute Laune, aber irgendwie auch schlechte Laune, wenn man weiß, dass es sowas gerade nicht gibt. Solche Events. Dankeschön. Das ist sehr traurig. Ich fahr jetzt wieder. Tschüss. Du warst frech. Ja. Nein, lass deine Box hier. Wie dünn Kelvin da noch war. Wenn er es sieht, er bringt mich um. Aber sieht man schon ein bisschen. Was? Das kommt wieder? Ja, denke ich auch. Hoffe ich auch. Sonst bin ich ganz traurig. Weil wir hatten ja mit Turnier auch gerade fast wieder eine Qualitour gehabt.
Zwei Tage lang, alles schon durchgeplant und dann wurde es ja wieder abgesagt. Haben vielleicht manche bei Instagram gesehen, Turnierler. Übrigens, ihr braucht mich da nicht anschreiben und sagen, hey Nico, kannst du mir mal was empfehlen? Und hier, Turnierler hoch 2, das sind meine Firmen. Da braucht ihr mich nicht nach irgendwelchen Tipps oder irgendwas fragen. Das gehört sich einfach nicht, finde ich. Dafür ist mein anderer Channel, mein anderer Instagram-Account da, Nico Deutschland, und nicht meine Firmen-Accounts bitte mit irgendwelchen YouTube-Sachen zu spammen. Dafür sind sie nicht da. Ja. Liebe. Caddy fährt immer seinen Golfspieler zum Platz. Ich frag mich nur, warum ich fahre. Wieder hier die Queen, ne? Ja, eigentlich schon. Ne? Das ist schon ziemlich cool, ja. Wie oft wir das am Tag gesagt haben, ne? Wir haben so oft am Tag gesagt, ey, es ist so geil, der Job macht so Spaß, das ist so ein geiler Job. Und das war auch so. Deswegen haben wir natürlich Hoffnung, dass 2020 Gym ebenfalls cool wird. War halt okay, aber irgendwie nicht so geil, weil keine Party, weil schlecht Wetter, ist ja irgendwie auch klar, war im September und so. Ich hoffe so sehr, dass wir nochmal so eine Gym kriegen, weil das war so mega geil. Ja, wir haben ziemlich viel vom Royce gekostet. Ja, alles eigentlich. Ja. Ich könnte nochmal sehen, wie die Score 5 so stehen. Wir hatten nur eine Box, die nicht von Voice Acoustic war, und das war eine Alps Audio C108, die an der Passbahn für die Startbox war. Sonst war alles Voice Acoustic. Ja, so. Warum werde ich hier bei der Arbeit gefilmt? Warum arbeitest du eigentlich nicht? Wofür bezahle ich dich? Ja. Ja. Geil. Stimmt. Hey Nico, spring auf. Stunt. Yeah. Nico hat übrigens immer Klebeband auch, Mann. Ist extrem, man braucht immer. Danke fürs Follow. Immer Zumpel. Das ist mega wichtig. Ich nehme Kabelbinder. Wo hast du eigentlich Kabelbinder? Das Kabelbinder. Kabelbinder ist kacke. Weil? Weil es mal abknipsen muss und auch nicht reißen. Und ich gebe zu, dass der Traversensteher mit der CXN jetzt nicht so geil aussieht, aber es war eine Notlösung. Mittlerweile machen wir es auch deutlich hübscher. Das ist alles scheiße, dann hast du immer diese Dinger, die rauskocken. Den Rest vom Kabelbinder. Hier den halt den Rest vom Kabelbinder kann man übrigens abschneiden. Ja, eben, das ist ein Schritt mehr. Komm, Leute, schreibt mal in den Chat. Schreibt mal in den Chat, was macht ihr lieber? Jetzt mal im Ernst. Nehmt ihr lieber Zumpel und reißt das ab und nehmt nur so viel, wie ihr gerade braucht? Oder habt ihr Kabelbinder einstecken, die jedes Mal aus der Tasche fallen und müsst ihr dann noch einen Seitenschneider mitnehmen, die abschneiden, dann die abgeschnittenen Sachen wieder einstecken, damit das nur so rumliegt? Genau, ja, danke, genau. Zumpel, sage ich ja. Siehst du, Kelvin? Man nimmt nämlich Zumpel und nicht Kabelbinder. Aber das hat er, glaube ich, mittlerweile auch begriffen. Ja, genau. Vielen Dank, ihr Lieben. Das sehe ich ganz genauso. Sehr schön. Ich bin froh, dass wir uns einig sind. Sehr froh. Ja, bis später. Siehst du, Nico ist faul. Das geht eigentlich. Anschweißen, ja. Genau, anschweißen. Da könnt ihr mal sehen, der Nico, der kann auch arbeiten. So ein Arsch. Weißt du? Mit Schwerzig. Genau, also es gibt schon Momente, wo Kabelbinder sinnvoller sind, aber die ist natürlich deutlich seltener, als wenn man, wo man Zumpel nehmen kann. Das ist einfach so viel schleppen muss. Komm! Komm, ich weiß, das fällt so gut wie keinem auf, aber ich fand's musikalisch geil, dass es so aufgehört hat und dann nur für meinen Move nochmal ein kurzer Beat reinkam. So ein Arsch. Weiß ich nicht. Weißt du? Irgendwie cool. Ich schwärze dich, dass einfach so viel schleppen muss. Meine dreckige Lache, ey. Guckt euch das nicht an. Guckt euch das nicht an. Da klettert man nämlich nicht so hoch. Das sag, stimmt. Macht man nicht. Hör mir nicht den Kopf. Macht man nicht, macht man die Braces mit kaputt. Aber ich bin manchmal anders. Gestoßen, das sah nur so aus. Ja, ja. Was meinst du, Abstrahlwinkel passt so? Hatte? Ich kann das hier von hier aus schlecht sehen. Könnte noch ein bisschen nach da. Ja, so. Müssen wir auch noch da hinten schießen, ne? Ja, kommt daher. Passt, ja? Ja, würde ich sagen. Gut. Ja, würde ich sieht sagen. Sieht geil aus? Ja, das sieht geil aus. Hab ich doch gesagt, das war super, ne? Ha! Das Ding schießt richtig weit, das kannst du wissen. Ich hätte gerade eigentlich die Pipe einfach quer rüber machen können, aber ist auch egal. Was sagt ihr? Kann man lassen. Kann man lassen. Dann können wir die einfach neben dem Mikro hinlegen? Ein Handmikro? Das ist alles kacke, dann hast du keine Kontrolle wieder. Über wen? Du kannst nicht, was die beim Rennen sagt, hier raufspielen, falls ihr es haben wollt. Und vor allem, nee, das muss ja nicht. Der kann da reinquaken und dann koppelt das. Das muss eigentlich doch. Was? Das muss ja eigentlich.
Ja, was die Schweißnaht da hält, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Meinst du jetzt die Schweißnaht vom Brace? Mei, das Kamerabild ist ja gut. Ja, komisch, woran liegt denn das? Ha! An der Capture-Card und Greenscreen, ja, vielleicht? Wurde mir von Simon aus der Wunschliste erfüllt. Eigentlich muss der Sprecher da drauf. Ja, also von wo will der das Ganze am liebsten machen? Von da oben moderiert? Und von FX1. Da von denen kommt der Greenscreen. Auch moderiert? Ja. Aber das, er soll nur hier drauf zu hören sein. Ja. Ja, ist easy, machen wir. Bist du geschafft? Ja, alles easy. Ja, nö. Ich hab noch Luft und Motivation. Brauchst du dich was essen? Ja, ich hab auch Hunger. Kevin kann kochen, Freunde. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich dachte mir, ich sag's einfach mal, weil es freundlich ist. Aber kann er wirklich. Also das muss man Kelvin einfach lassen. Kochen kann der Mann. Ja, das kann ich. Ja, das kann er wirklich. Kann er wirklich. Hat er von seinem Vater, glaube ich, weil der macht auch ultra geiles Essen. Tagebuch Eintrag 4. Komm sofort wieder, Mann. Nimm ihn wirklich an, ne? Nico wird langsam anstrengend und ich bin am Überlegen, ob ich diesen Kollegen einsetze. Was laberst du da? Aktuell sind wir auf der Suche nach Strom. Das ist auch das Geilste. Und das haben auch viele mich gefragt, die mich kennen. Wir hatten wirklich Sommer. Also okay, es war Mai, aber es war zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr warm. Und ich bin auch abends mit Shirt rumgelaufen teilweise, weil es richtig heiß war. Und Kelvin ist sogar bei 35 Grad im Schatten mit dieser Winterjacke und diesem Pelzding hier rumgelaufen. Warum? Habe ich ihn auch schon mal gefragt. Er weiß selbst keine Antwort darauf, warum das damals so war. Aber ja. Warum? Eine Winterjacke im. Also, verstehe ich nicht. Und ja, Greenscreen ist besser ausgeleuchtet. Das liegt an den drei Stück Aperture M9 Lampen, die hier so um mich rumstehen. Aber nicht für uns, sondern für die Camper. Da unten ist Nico. Der kniet da unten. Und der fummelt da die ganzen Verbindungen auf, die die Elektriker so schön fein und sauberlich in Mülltüten gelegt haben. Mann, ey, das ist ja alles nervig. Macht man auch einfach nicht. Strom? Da steht ja hoch 2 drauf. Bestimmt eine coole Firma. Nein. Nö. Okay, Problem gefunden. Die kommt nun da hinten. Genau. So, mittlerweile schon ziemlich spät. Kelvin schiebt noch ein bisschen Case durch die Gegend. Wir werden gleich noch ein bisschen Lampen checken und vor allem, was ganz wichtig ist, die Score 5 draußen einsammeln, damit die Nacht keiner wegstiebt. Ja, wir haben die ersten 2 Male eingesammelt, danach nie wieder, weil wir wussten, hier klaut sowieso keiner was und es war immer jemand draußen, das hätten wir uns also auch klemmen. Ich quatsch schon wieder da rein, der Akku ist fast leer, scheiße. Hallo. Ich sagen, voll geil. Die Lampen über der Bar übrigens, die haben nicht wir hingehangen, ja, falls irgendjemand auf die Idee kommt, uns deswegen anzuschreiben. Ich quatsch schon wieder da rein, der Akku ist fast leer, scheiße. Hallo. Haben die dahin gepusht. Voll geil, diese Kondome hier. Nee, Akku ist auch fast leer, würde ich sagen. Sehen wir uns morgen. Haben wir eine ganze Menge geschafft heute. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen Licht. Ja, probieren es. Ja. Ja, hell und dunkel kriegen wir schon mal hin. Vielleicht, ja. Bis morgen. Bis dann. Ja, das war Jim Vlog 1. Ich kann ja auch, weil ich keine Lese, ich kann ja auch so machen. Guck mal hier. So. Ja. Das war Jim Vlog 1, wie gesagt. Ich habe da so ein paar Insider-Infos noch bekommen. Wir können uns ja demnächst auch mal den zweiten davon angucken. Aber ich glaube, fürs Erste reicht das erstmal.